So! The game will restart in 5 seconds. Genau, das ist der Call. Das heißt, es geht los! 5 Mark Kevlar bei eSports Rhein-Neckar. Kein Kit. Das fängt ja schon mal interessant an. Bei Ad-Hoc geht's anscheinend schnell über die Pommes. Patrick ist da schon draußen und sucht den ersten auf der Seite. Marco geht down. So, 5 Leute leben noch von Ad-Hoc. Double Entry. Und Mountain geht auch noch down. Cecil und Jinso beide in der Main. Fahren auch instant zurück in Secret rein. Kevlar saven. Das wollen sie auf Nuke dann auch schon groß ausrichten. Wenn sie das geretaked hätten, wäre halt doch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Ja, schneller Start. Und Alex, er läuft einfach mal Sesel. Komplette USP. Und jetzt geht das Handeln los. Meine Freunde von eSports Rhein-Neckar, beziehungsweise mein Freund Sesel, gib Gas, sonst überlebst du das nicht. Der erste kommt. Patrick ist da. Und Patrick... da nicht closen für ihn, aber es ist egal. Ad-Hoc geht mit der ersten Runde in Führung. Ist mal komplett auf der Gegenseite. Zwar war ich kurz noch mal ganz kurz in meinem PC unterwegs, aber das ist egal. Ad-Hoc ist unterwegs Richtung B und die Jungs von eSports Rhein-Neckar sind gegroupt in der Main. Ich weiß nicht, was sie da erwarten. Oder was sie meinen dazu erwarten. Alex R. ist in der Main drin. Holt sich dann noch einen Mac-10-Kill. Mali mit dem nächsten. Marco hat das Duell gegen David K. Fällt jetzt aber auch gegen Mac-10. Gehen wir dann mal nach Mountain. Alleine in der Pommes drin. Der bekommt jetzt auch nochmal von Zyken. 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 Gott verdammt, die Sü. Zyken. Mit der UMP ins Gesicht. Das war gerade die nächste Frage, die ich gerade stellen wollte. Ob jetzt Char Kali ist oder ob Char der Coach ist. Das hat mich ganz kurz verwirrt. Aber instant aufgeklärt. Und schon geht's für Ad-Hoc. Beziehungsweise der Versuch, über das Silo zu gehen. Alex R. geht dagegen die AWP von Cecil down. Ein langsames Aufbauspiel jetzt. Um abzuwarten, ob die eSports Rhein-Neckar nicht eventuell ein bisschen aggressiv vorgeht. Das tun sie nicht. Schar ist auf der Seite alleine. Cecil mit dem nächsten AWP-Frag. Jetzt haben wir Marco noch in der Rampe. Das ist das Duell gegen Patrick. Bekommt es aber von Mali. Im Gegenzug auch ein AK-Brett ins Gesicht. Der macht den nächsten. Mali... smoked erstmal bei B und David K. ist im Schacht. Cecil und Char beide über eine kleine Flank wollen da die Rampe zusammen einnehmen. So, Jinso erwartet beide eigentlich schon auf B, aber hatte David K. dann nicht auf den Schirm, der von hinten kam. So, Mali und David auf B mit der Vorteilsituation gegen Cecil und Char. Da läuft Mali, Cecil wirklich vollkommen in die AWP rein. Jetzt haben wir alleine noch David K. mit der M4. Geht da den langen Weg? Die Connor ist perfekt. Die Tür geht auf. Man kann den ersten machen, aber Char ist ready. Das Kit braucht er nicht. Und somit holt sich eSports Rhein-Neckar die erste Runde. Ich glaube, das ist echt für einen Cast auch die härteste Map, nach einem 14-Stunden-Arbeitstag einzusteigen. Alles durcheinander, alles
zack, 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 alles ultra schnell. Aber das werden wir schon noch zusammen hinbekommen. So, wohin geht's jetzt? Wir müssen weiter. Wir müssen uns auf das T-Play fokussieren. Flash kommt rein und es soll auch über die Main gehen. Da kommt dann Molly. Jinzo mit dem ersten. Alexei ist down. So, jetzt haben wir Shah nochmal über den Heaven. Der kann nochmal einen mitnehmen. Mali auf der Side erledigt das mit Shah. Und jetzt haben wir alleine David K. aus dem Tor raus gegen 3. So, Bombe liegt auf der Side. Oh, jetzt ist er noch stuck. Kann aber über die Pommes zurückfallen. 1 Minute 20 hat er, der gute David. Eine Smoke und ein Molotov. So, wo steht man bei den CTs? Auf der Rampe am Mountain. Marco hält komplett außen und Sesel hat eigentlich die Door. Jetzt haben wir aber David, der genau durch diese rausgeht. Smoke sich jetzt Main ab. Molotov Richtung Heaven. Marco ist outside stuck. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das hier wird und wie David sich schlagen wird. Mountain kommt über Radio. Oh, da guckt ihn auch nicht mal mit weg. Mountain hat den Vorteil, erwischt David da komplett auf Guard und somit holt sich eSports Rhein-Neckar da die zweite Runde. Kurz mal den Ausgleich gemacht, war auch gar nicht zu teuer. AWP und 2 AKs gehen durch. Das Geld ist auch noch da. Und bei Ad-Hoc könnte man jetzt eigentlich forcen. Man hat 4, 5, 3. McTandy jetzt auf Patrick. Aber es wird so ein Pistol Half-Buy. Syken geht für die AWP. Das bekomme ich schon noch in meinen Kopf. Syken will für die AWP gehen. Molotov jetzt Richtung Red. David hinter der Smoke kann jetzt aber durchgehen. Und kein Schwein hat jetzt auf den Schirm, dass die Jungs von Ad-Hoc jetzt über die Rampe durch sind. Jinzo fällt auch zurück. Aber wie sich das ausspielt. Jetzt erst das Mountain da im Window. Sieht Patrick. Bekommt jetzt aber von David Kader den Refrag. Cycle, der will auf die Cyclossen. Läuft Marco da in die AK rein. Jetzt wird so One by One alles zerstört. Obwohl Alex kann da nochmal Jinzo aus dem Spiel nehmen. Und somit haben wir eine 2 gegen 3 Situation. Aber Alex R. und David K. haben 15 und 46 HP. Und das gegen 3x100. Das müssten jetzt schon ordentliche Bretter werden. David ist mit der Bombe im Vent noch. Marco steht bei Cola. Shah steht im Heaven. Und Sesel steht in der Rampe. Da ist eigentlich alles soweit gecovert. Und Alex geht den langen Weg über Heaven. Die Frage ist jetzt, ob Shah das auf den Schirm hat, dass Alex da von unten kommen wird. Er checkt es halt überhaupt nicht. Wenn Alex da jetzt hoch... Er geht durch, geht Rampe durch. Jetzt ist er bekannt. So, das war's. Jawohl, da ist er down. Jetzt haben wir noch David. Der kommt aus dem Vent raus. Kann die Bombe noch legen. Shah geht da keine unnötige Aggression ein. Will da nichts verdaddeln. Ist jetzt noch stuck bei der Pommes. Kommt nicht rein. Und somit holt sich eSports Rhein-Neckar die dritte Runde. Bombe ging noch down, das bringt nochmal ein bisschen extra Cash. Von daher eigentlich das Maximum aus der Situation rausgeholt. Geld haben sie jetzt. Syken wird sich mit Sicherheit für eine AWP entscheiden. Jawohl, Insta gedroppt auch. Somit haben wir 2 AWPs im Spiel. Sesel in der Rampe und Alex R. geht jetzt auf Silo zum Peak. Aggression in der Rampe. Sesel geht vor mit AWP, sieht jetzt den ersten. Mali hat auf gar gekircht. David K. will jetzt vorgehen, macht da den Refrag. Syken in der Zwischenzeit mit dem Frag gegen Shah. 4 gegen 3. Jinzo, Mountain und Marco sind auch über 4 eSports Rhein-Neckar. Und Mountain versucht sich da erstmal unten auf B ein bisschen zu resetten. David, oh, das ist komplett. Marco läuft wieder einfach rein. Alex R. mit dem nächsten. Jetzt haben wir alleine noch Mountain gegen 4. Patrick, ja, der nimmt ihn jetzt auch noch weg. Und somit, ja, Ausgleich. 3-3.
Kein Geld jetzt für E-Sports Rhein-Neckar. Eine Deagle auf Jinso, da wird nochmal weiter gedroppt. Drei Hammer, eine 5-7. Scha, bekommt nur eine B250 als Coach. Die Rangordnung ist hergestellt. Ein kleiner Rampestack hier. Bei den CTs. Schauen sind Jinso auf dem Weg durch die Pommes. Marco und Sesel jetzt mit zwei Entries. Und jetzt sind einfach mal nur so zwei Spiele über. Alex, der kann jetzt den ersten machen. Vier stehen da aber noch. Mountain, den nimmt er auch noch. Jinso, ja, für den reicht sie durch die Pommes. Ist down. Patrick jetzt alleine. King 3 nimmt den ersten raus. Sesel steht da jetzt noch parat. Und Jinso auch. Beide halten da die Tor. Ja. Und die Sports Rhein-Neckar holt sich mit einer kompletten Deko. Auch wenn sie es eigentlich lieber gibt. Die vierte Runde. Das war jetzt buchstäblich nichts für Adoc Gaming. Ich glaube, das ist jetzt auch erstmal, wie konnte das überhaupt passieren? E-Sports Rhein-Neckar holt sich da wirklich mit drei Deagles, einer, ja, P250 und einer 5-7 eine Runde gegen komplett Full Equipped. Ohne wirklich aggressiv zu gehen. Double Aggression, jetzt über außen. David K. will crossen. Jinso spottet aber den ersten. So, Sesel. Kill Saiken. Jetzt haben wir 4 gegen 3 nochmal. Alex R. steht vom Vents. Die Bombe ist schon lower. Patrick ist schon rum im Radio. An der Rampe kommt jetzt auch Alex R. dazu mit seiner CZ. Aber oben steht halt Marco. Der müsste das auch im 0, nichts erledigen. Jawohl. Oh. Da habe ich es gejinxt. Kann ihm da nur 50 AP erzielen und geht jetzt down. Marco ist down und Mountain. Oh, der grabbt die Bombe. Patrick hat die Bombe, jumped down und die Bombe ist jetzt auf B down. Jetzt haben wir ein 2 gegen 2. Sha und Mountain haben da jetzt ein Duell gegen zwei Spieler von Adhoc, wo jetzt nur noch Mountain überbleibt. Und der muss sich jetzt erstmal auf B ein kleines Eckchen suchen, wo er überleben kann. Die Bombe liegt unten bei ihm. Das weiß er. Zwei Flashes. Hellhammer hat er auch. Das heißt, es könnte für ihn reichen. Und die Jungs von Adhoc gehen beide hier über Radio. Genau in dem Moment piekt jetzt Mountain. Jetzt wird er ein bisschen nervös. Jetzt sucht er, wo sind die Gegner eigentlich? Alex R. wird auf Gar gecatcht. Geht down. So, Mali kommt jetzt von dem Higher Ground. Mali geht raus. Aber Mountain sucht das Duell. Gewinnt das 5:3 für E-Sports Rhein-Neckar. Haben wir nur eine UMP auf Patrick. Ansonsten ein paar Pistols für Adhoc. On the fly cross smoke jetzt. Geht wieder schnell durch Richtung Secret. Die kommen auch, aber sind noch nicht gepoppt. Oh, das war sogar ein bisschen early, aber ich glaube, dass in dem Moment keiner raus ist. Die Jungs von Adhoc sind unterwegs Richtung B und sind da schon zu viert. In der Smoke ist da noch Mali ein bisschen stuck, aber der kann sich noch retten. Die sind schon auf B. Hallo, die müsst jetzt mal reagieren hier bei E-Sports Rhein-Neckar. Patrick mit dem Entry gegen Mauken. Sesel und Jinso jetzt mit zwei Folgefrags. Flash-Aggression jetzt und das. Ich würde schon sagen, das wird doch fast ein Knife. Aber jetzt haben wir Mali alleine gegen 4. Minus 1 sind nämlich nur noch 3. Denn One League konnte er noch erreichen. Aber E-Sports Rhein-Neckar holt sich die 6. Runde. Byron jetzt wieder für Adhoc. Psyche geht für die Gashi. Ehrenmann. Lieber Utility kaufen, als unnötig für die Krieg gehen. Oder für die AK, je nachdem. Jetzt geht's auch wieder über das Silo. Drei Mann sind da sogar oben. Sesel mit der AWP steht outside. Da in der Nähe von Heaven hat er überhaupt keine Vision, was im Außenbereich abgeht. Nur Jinso, der könnte jetzt ein bisschen nervös werden. Ja, Sesel hat die Info jetzt bekommen von Jinso, dass jemand auf der Main draufsteht. Jetzt geht bloß nicht so weit vor, sonst läufst du jetzt da gleich irgendjemand ins Crosshair. Die
Molotov sieht der Flash. Es kommen jetzt auch jetzt Speaker nochmal hoch. Jetzt sind sie aber schon gedroppt. Und er verschießt Jinzo. Ist es aber egal, denn Jinzo macht 3. Jetzt haben wir Alex hier auch nochmal überheben. Die macht er auch noch. Und alleine ist jetzt David K. Jinzo mit 4 richtig starken Frags da. Die sind ihm förmlich alle reingehüpft. Und jetzt haben wir David alleine gegen 5. Aber ich glaube, der versucht jetzt irgendwie eigentlich nur noch seine AK durchzubringen. Roundless Bonus ist da. Komplett voll. Mountain wartet da auf ihn. Ja, David geht down. Mountain closed das 7:3. Jetzt für eSports Rhein-Neckar. Und die erste Pause, ich denke mal, wahrscheinlich von Ad Hoc Gaming. So, ich habe mir das jetzt angefangen, solange wie die da ein bisschen Pause callen. Mach mal in der Zwischenzeit kleine musikalische Untermalung. Solange wie ich jetzt, ja, ich werde immer wieder zurückgeschmissen. Jetzt geht das Ganze aber an. Jawohl. Das ist nicht so still. Ich meine nämlich bei mir nochmal auch immer. Ja. 7:3. Ad Hoc findet noch nicht so wirklich ins Spiel. Wurden da jetzt einmal komplett von der Eco zerlegt. Jetzt sind sie gerade zu viert. Jinzo ins Crosshair reingejumpt. Der konnte das alles erledigen mit einer AK. Wow. Mal schauen, was sie jetzt auf jeden Fall ändern werden. Denn es geht auch direkt weiter. 4 AKs haben wir. Und eine CZ bei Alex. Ja. Schnell Utility Richtung A. Der Außenbereich geht wieder durch. Crossbox sind da. Patrick kann da komplett durchgehen mit seiner AK. Mali und Saiken noch hinten abgestellt. Da piekt Zetel genau im richtigen Moment. Patrick kommt jetzt auch noch. Ja, den nimmt er auch noch mit. Und somit haben wir wieder nur Alex und David alleine jetzt auf A-Side. Bombe kann down gehen. 2-3 Situation. Vielleicht kann Ad Hoc hier jetzt mal wieder eine Runde holen. Zetel verschmeißt da alles, was er hat. Flasht jetzt da Mountain, damit er rausgehen kann. Und David ist jetzt alleine gegen 3. Macht er erstmal 2. Jetzt haben wir Marku noch oben. Aber der sieht ihn schneller. Und somit holt sich eSports Rhein-Neckar die 8. Runde. Ja. Ad Hoc hat Geld. Ad Hoc muss jetzt nur schauen, was sie halt mit diesem auch an irgendwas anstellen können. 4 AKs haben sie, eine AWP. Da fehlt es bis jetzt ein bisschen an Firepower. So, Alex R. auf dem Weg, schnell einen Entry bei der Door zu setzen. Jinzo kommt vorher und jawohl, jetzt haben wir mal einen. Direkt weiter Richtung Rampe. Außen. Haben wir Patrick wieder vorne, der wartet auf die Crossmoke. Sesel kommt jetzt von Secret hoch. Patrick schleicht ihm da fast rein. Und Sesel verschießt, weil er sich bewegt hat. So, 3-5. Scha droppt da auf die Side. Sieht Alex R. Nimmt ihm aus dem Spiel und jetzt haben wir Mountain gleich alleine gegen die Jungs von Ad Hoc. Er macht den ersten. Saiken kommt jetzt auch straight in der. Mali läuft ihm rein. Saiken kann ihn da jetzt machen. Geht jetzt mit der Bombe Richtung B. Patrick hat er noch. Der kommt über A erst dazu und der braucht noch ein bisschen. Rampe steht aber schon Marku. Jetzt muss es ein bisschen eigentlich schnell gehen da bei Patrick. Denn ansonsten. Ansonsten bekommt der gute Saiken da ziemlich zügig Besuch von den Jungs von eSports Rhein-Neckar. Retaken können sie, das haben wir schon gesehen. 2 Kills und genügend Utility haben sie auch. Und Psyche wird erstmal auf der Psyche gespottet. So, schiebt jetzt wieder hoch. Soll jetzt wieder Richtung A gehen. Und Sha und Marku brauchen auch Ewigkeiten, bis sie dort sind. Bombe geht jetzt down. Double Retake über Heaven. Psyche. Habe ich da gerade den ersten gesehen? Nein, hat er nicht. Patrick hat den Engel, macht den ersten, macht den zweiten. Und Ad Hoc kann sich somit
die vierte Runde sichern und es steht 8-4. Jetzt haben wir seit langem mal wieder Geldprobleme bei eSports Rhein-Neckar. Wir haben zwar Marco mit 8K. Der wird jetzt hier ordentlich Deals verteilen. Jawohl, das tut er auch. Und mal schauen, ob sie dieses Mal auch wieder genauso viel Schaden mit den Pistols machen können wie zuvor. So, im Außenbereich geht's wieder schnell. Alex R kommt wieder als erster vorne über Red. Wollte kurz reinpieken, war aber flashed. Cecil geht jetzt gegen Psychonaut und Jinsu haben wir noch in der Main Lane. Er verliert jetzt aber gegen Patrick das Duell. Marco mit dem nächsten gegen Mali. Aber das wurde auch nix. Und dieses Mal läuft es auch so, wie es laufen soll. Ad Hoc wird sich da ziemlich sicher die fünfte Runde sicher spiken. Erledigt das gegen Sean. Jetzt haben wir Mount und allein im Secret. Jawohl, da ist David. Und das dauert auch nicht lange. Und da dreht sie ihn runter. 8-5. David bleibt auf seiner UMP. Kein Geld weggewastet. Sie müssen sich erstmal eine kleine Bank jetzt hier aufbauen. Roundlos Bonus ist jetzt even. Gefährlich nach vorne. Alex, er wieder bei Red. Die Frage ist, hat er Jinsu? Ja, er hat ihn gesehen. Molly, die hat Jinsu raus, aber Jinsu ist in dem Fall schneller. Stirbt jetzt aber doch noch gegen den Molly von Alex. Und jetzt haben wir unten Marco. Marco ist Klaus Wendt und die Jungs von Adhoc. Die sind da schon gedroppt, die gehen aber außen durch. Cecil weiß das nicht. Mali steht da close, aber Mali geht hoch. Mali geht hoch und Patrick. Der schaut genau in dem Moment Heaven. Aber Mali kann jetzt den Frag gegen Cecil machen. David kommt aus der Pommes raus. Verliert 66 HP. Jetzt haben wir Marco. Der bekommt ja nochmal Besuch von Saiken. Saiken erledigt das. Jetzt haben wir Shah und Mountain. Wieder gegen Saiken und David im Retake. Bombe ist down. Über die Main, geht jetzt noch down, Shah über Heaven, ist flashed. Kann eigentlich zurückfallen. Aus der Position, mein lieber Shah, da wird das nix, jawohl. Ad Hoc holt sich die sechste Runde und auf einmal sieht alles gar nicht mehr so schlimm aus, wie es am Anfang mal ausgesehen hat. Ad Hoc kann da ordentlich Runden noch machen und es steht 8-6. So, kurzer Blick aufs Scoreboard verrät uns, dass Patrick und Saiken komplett auf Utility pfeifen. Die brauchen keine Nades oder sowas. Jeweils 0. Jetzt geht's aber wieder schnell über die Pommes. Und Shah steht unten mit seiner P90, aber da kann er gar nichts machen. Double Entry sofort auf A. Cecil jetzt in Hell. Und Marco und Mountain kommen jetzt erst über Radio. Ja, letzte Runde. Das heißt, die müssen sowieso committen. David. Ja, nimmt Marco aus dem Spiel und jetzt haben wir Cecil alleine mit einer 5-7. Und das wird nix. 8-7. Und dann können wir nochmal einen kurzen Blick hier aufs Scoreboard machen. 2x40 Frags von Cecil und Jinsu. Die können wir ein bisschen hervorheben. Und ja, ansonsten eigentlich gar nicht mal so schlecht eigentlich für beide Teams. Man sieht hier bei Ad Hoc ein bisschen verteilter in Anführungszeichen, bis auf Alex R, der hat als einziger eigentlich eine negative KDR mit 8. Ich kann gerade aus irgendeinem Grund nicht auf More Stats umschalten. Aber, naja. Schauen wir mal wieder kurz auf mich, solange wie es da mal wieder weitergeht. Was sagt ihr? 8-7 steht es jetzt. Guckt nochmal kurz aufs Scoreboard. eSports Rhein-Neckar 8-7 vorne. Kann Ad Hoc hier zeigen, was sie auf CT drauf haben? Oder? Pass auf, es soll nicht so still sein hier bei mir. Ich mag das nicht. Wir haben hier eine chillige Atmosphäre zusammen. Genau, Musik kommt im Hintergrund. Oder, close das Ganze hier, eSports Rhein-Neckar, und zeigt uns eine dementsprechend gute T-Side gleich von Start weg. Da hat er nämlich... Wow, das ist laut. Da hatte nämlich zuvor Ad Hoc Probleme, erstmal richtig ein Spiel zu finden.
Es hat gedauert bis zur Runde 11, bis sie dann zum Schluss noch 4 Runden holen konnten. Ansonsten waren es am Anfang nur 3 in der ersten, zweiten und dann nochmal in der 6. Runde. Ich bin mal gespannt, ja, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Good Half. Wir haben ungefähr kurz 2 Minuten Gedenkzeit. Und danach, nach Nuke, wartet Mirage auf uns. Das war der Pick von eSports Rhein-Neckar. Da sie hier bis jetzt für meinen Geschmack eigentlich... Wie sage ich denn? Eigentlich waren sie in meinen Augen bis jetzt besser auf Nuke. Aber Ad-Hoc, 7 Runden. 7 Runden musst du erstmal holen auf Nuke. Ist ein bisschen mehr even jetzt hier in CSGO. Und ich studiere, ich studiere, ich studiere. Ich entscheide mich für Ad-Hoc. Ich sage, dass Ad-Hoc das Ganze hier macht. Die erste Map dann closed für sich. Aber das wird jetzt knapp. Das wird... Könnte nochmal eine Overtime werden. Komm. Die haben wir raus, weil die brauchen wir. Also, wir können heute nicht... Also vor 11 geht heute keiner ins Bett. Das kann ich euch schon mal gleich sagen. Wir haben ja eben Nuke. 8-7 steht es jetzt. Beide Teams ungefähr even gewesen. Ungefähr. Auch wenn halt Ad-Hoc wirklich lange gebraucht hat, um ein Spiel zu finden. Aber Mirage wird ungefähr das gleiche. Ich sag, komm, ich sag Double Overtime. Double Overtime hier jetzt auf Nuke. 40 Sekunden haben wir noch. Und ansonsten könnt ihr auch ja selber sagen, wie gesagt, wer denkt ihr, macht das Ganze? Ist es eSports Rhein-Neckar oder wird es Ad-Hoc sein? Und allgemein, was ist euer Gefühl heute? Wird es ein 1-1? Wird es ein 2-0 für irgendein Team von den beiden werden? Und werden wir Overtime sehen? Es muss sein. Es muss sein. Habe ich Bock drauf. 8 Sekunden auf der Uhr. Musik machen wir auch wieder weg. Denn wir sind hier dead serious unterwegs. Das heißt... Somit geht's jetzt auch weiter. Kali ist heute nicht dabei. Stattdessen ist es der gute Schar. Haben wir davor schon mal im Chat, glaube ich, von jemandem von eSports Rhein-Neckar gesagt bekommen. Und die starten mit 2 Smokes und 2 Flashes jetzt in die Pistenrunde. Ampel geht gerade überhaupt nichts ab. Wir gehen auf A. Die Jungs von eSports Rhein-Neckar wollen auf A gehen. Und Patrick steht auf der Seite, Mani hinter Wendt. Das wird hier gleich eine kleine Explosion werden. Smoke jetzt. Richtung Main. Jinzo geht raus. Bekommt sofort von Zyken eine rein. Und ja, Mani hat er bis jetzt keinen Impact gehabt. Aber jetzt nimmt er Cecil raus. Die Bombe. Die geht doch nicht down. Die Smoke hat er nicht gesehen, der gute Schar. Fängt's nochmal an. Alex läuft ihm da jetzt auch rein. Jetzt muss er die Ruhe bewahren. 27 AP hat er. David K. im 1 gegen 1. Und David wartet, bis die Bombe liegt. Schar geht genau auf die andere Seite. Geht jetzt in die Pommes rein. Läuft ihm da jetzt förmlich rein. David kann das easy machen. Braucht auch gar kein Kit dafür. Sammelt jetzt erstmal fröhlich die Utility ein. Und Ad-Hoc kann... Ausgleichen auf das 8-8. Ja, die Dualis werden es auch noch. Da hat der Schar zwar noch schön 2 Frags gemacht auf der A-Side, aber für David hat es dann nicht gereicht. Den konnte er nicht readen, wo der steht. Und der hat sich einfach mal ultra Zeit gelassen und hat sich dann die Zeit vertrieben. Gewartet, falls jemand crossed. Er wusste, Schar muss auf der Side stehen. Ist sich rübergezogen. Von daher war es relativ einfach für ihn, hier noch den letzten Frag zu machen. Schar und Cecil und Mountain mit einer AK unterwegs Richtung Außen. Da steht Mali mit einer M4. Keine Smoke zum Crossen. Genau in dem Moment das Time lag. Das gibt's doch nicht. Mali, hat er Cecil gesehen? Ich glaube. Hält jetzt den Cross defensiv. So, Schar wird da als Bait vorgesendet. Und bei eSports Rhein-Neckar bewegt man sich langsam wieder zurück Richtung Main. In die Halle. Da wird nochmal alles umsortiert. Schar ist abgestellt.
Frage ist, wo soll es hingehen? Es soll zu David gehen. David mit den Nualis gegen vier Spieler jetzt von eSports Rhein-Neckar. Die kommen jetzt zusammen. David kann dann nur einen machen. Alex, er kommt dir zu Hilfe. Macht den zweiten. Und Alex auch nochmal mit einem hinterher. Aber Schar alleine gegen Mali im Outside. Und ja, da kann er auch nichts machen. Somit holt sich Ad-Hoc die 9. Runde. Eine Flash auf Sesel und eine CZ auf Marku. Die sollen jetzt eSports Rhein-Neckar reichen, um in der Rampe nochmal David zu besuchen. Das setzt sich nochmal auf der gleichen Position. Ich gepickt hier über den Molotov, da siehst du noch nichts. Flash kommt jetzt raus, genau in dem Moment kommen alle vorne, jetzt droppt er. Er kann den ersten machen, sprecht jetzt nochmal durch mit dem zweiten, reicht's auch. Jetzt kommen aber drei gleichzeitig zu Besuch. Über die Rampe, da kommt der Alex wieder als Support. Und ja, das reicht. David macht 4, Alex kann ihn da einem abstauben und somit holt Ad-Hoc die 10. Runde und ist zum ersten Mal mit 2 Runden in Führung. 5er Cars jetzt für eSports Rhein-Neckar. Full Utility, alle mit Head Armor, aber keine Pistol. Das kann man nochmal hervorheben. Außen Smokes jetzt da. Mali mit der Nade in die Smoke. Macht das Schar. 34 Damage. Zieht Sesel auch noch ein bisschen was ab. Ja, die Crossbow fehlt und die Gap ist so groß. Alex mit dem ersten. Den zweiten sieht er auch noch. Den kann er aber nicht lagshot. Jetzt geht schnell wie eSports Rhein-Neckar eben über den Lower. Secret sind sie drin. Saiken steht da schon da. Mali ist auch dabei. Und ja, das Ganze ist so schnell wie es begonnen hat, genauso schnell wieder zerfallen. Und jetzt haben wir Marku alleine gegen 5 Spielern in der Pommes drin. Und ja, Alex ist ready. 11. Runde jetzt für Ad-Hoc. Hoppla. 5 Deagles jetzt für ERN. Das wird so ein kleines Pick-and-Play. Wir suchen nach einem Entry und wenn wir ihn gefunden haben, dann entscheiden wir, was wir tun. Die Frage ist, wer wird der Player to watch sein, der uns hier den ersten Frag zeigen kann? Jinso mit Schar vorne bei Red und Alex, er steht da mit der AWP schon mal richtig. Macht den ersten. Body jetzt Sesel, der ist auf die Main gedroppt. Ja. Netter Aim da von Alex. Das musst du nehmen lassen. Instant auf den Kopf gewesen. Auch sofort aus dem Spiel genommen. Und somit haben wir noch 3 über. Die entscheiden sich nochmal David zu besuchen in der Rampe. Der hat diesmal aber eine AK. Spotte wieder den ersten. Tag da Mountain. Marco geht down. Mountain ebenso. Und Jinso macht den einen. Aber dabei bleibt es auch. 12. Runde jetzt für Ad-Hoc. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Krieg. Vielleicht kann die jetzt hier das Spielgeschehen ändern. Aufbauspiel wieder von eSports Rhein-Neckar. Dieses Mal wird keine unnötige Aggression im Außenbereich gezeigt. Jinso und Mountain halten das relativ defensiv. Die Cross-Smokes lagen. Aber Mali hat das bis jetzt noch nicht wirklich interessiert. Hat auch noch keiner, glaube ich, Richtung B verschoben. Ne, wir haben Saiken oben auf der Pommes. Patrick 1 rüber. Jetzt kommen nochmal die Außensmokes. Wird es jetzt ein kleiner Fake? Jawohl, das wird es. Jinso geht über außen, schmeißt den Molotov. Was macht jetzt Ad-Hoc? Sie gehen jetzt über die Rampe. David wird wieder der Spieler sein, den sie anspielen. Der hat jetzt den ersten gespottet, aber der verliert sofort gegen Sesel das erste Duell. Jetzt kommt Alex noch über hell dazu. Wird abgesmokt und abgemollied. Noch keinen auf B.
Jetzt kommen sie erst. Aber die Bombe, die muss jetzt erstmal down gehen. Cecil plantet da. Und Köln macht die Tor auf. Saiken mit dem ersten gegen Cecil. Char mit dem nächsten. Mali mit dem Refact. Die Bombe ist unten down beim Silo. 2-3 Situation. Jinzo kommt jetzt über Secret dazu. Verliert aber sofort. Hat da zwei vor sich gehabt. Char und Mountain jetzt über. Die Bombe muss immer noch down gehen. Patrick macht so gut und pusht durch den Molotow. Char geht jetzt auf die andere Seite. Muss die Bombe grappen. 5 Sekunden hat er noch. Die Zeit ist vorbei, mein guter Freund. Hör auf! Ja, Ad-Hoc holt sich die 13. Standard Smokes wieder in den Außenbereich. Mali mit der ersten Deck, die war ein bisschen early und jetzt kommen die Jungs von Ad-Hoc, aber über außen, zwar zu viert. Cecil ist durch. Alex, ich weiß nicht, ob er da jemanden gespottet hat. Saiken steht unten, aber Saiken wird sofort das erste Opfer von Cecil. Jetzt kommt Mali auch noch mit dem Event. Jinzo erledigt das. 3-5. Und jetzt muss die Bombe erstmal wieder mal down gehen. Jinzo gegen David. Und jetzt haben wir noch Alex, er und Patrick alleine gegen 5 Spieler von eSports Rhein-Neckar und die machen wahrscheinlich gar nichts mehr. Jawohl, die saven ihre Waffen. Und verpieseln sich in den T-Spawn. Ich hatte so schöne Sachen, ne? Ich bin gerade komplett überfordert, alles zu casten. Ja, okay, meine coolen Kamerafahrten. Njo, 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 njo. 13-9. eSports Rhein-Neckar seit langem mal wieder eine Runde geholt. 5 AKs haben sie. Team Ad-Hoc holt das Augmeter zurück. Und die holen sich erstmal 3. Mali wieder bei Red vorne. Ist wieder ganz weit vorne. Da stand er schon mal. Da wurde er schon mal weggemollied. Außensmokes kommt. Mali steht da genau richtig. Mountain ist der Erste, der durchgeht. Mountain geht down. So, mit dem haben sie jetzt nicht gerechnet bei eSports Rhein-Neckar. Mali kann nochmal den Zweiten machen, aber für den Rest reicht sich. Char und Cecil verlieren aber ordentlich HP. Saiken killt Cecil. Marco geht jetzt auch drin. Jetzt haben wir Char alleine mit der Bombe. Ich wollte nur sagen, sieht Saiken, aber nur wir haben ihn gesehen. Und Saiken eliminiert Char. Somit steht es 14-9 jetzt für Team Ad-Hoc. Das Aug-Spray hat nicht gesessen, aber Secret. Das ging überall hin. Die hat niemand wirklich nicht auf dem Schirm. So, jetzt müssen wir schauen, was uns eSports Rhein-Neckar hier zeigen kann, damit das Ad-Hoc nicht sofort zum Map-Point nach vorne schalten kann. Jetzt sind sie wieder in den Außenbereich. Double Crossmog. Diesmal geht es aber nach innen. Saiken, Mali und Patrick stehen da schon bereit. Aber in der Rampe, da wird es wieder David sein, der da Besuch bekommt. Cecil geht vor. Bekommt erstmal einen 48er Hit. Flash kommt hinterher. Scha! Scha erledigt das mit David. Und Alex würde da auf den Cross warten. Jetzt geht's aber doch Richtung A. Patrick steht oben, macht den ersten. Marco kann ihn auch nicht noch sehen. Und somit haben wir Scha und Jinzo alleine gegen 4. Die Bombe ist draußen down. Und ich würde mal sagen, dass das die 15. Runde und der Map-Point für Team Ad-Hoc ist. Es sei denn, Jinzo macht hier das Play seines Lebens im Außenbereich. Sieht ihn da gerade Saiken hochgehen. Und das war's
15 zu 9. Das Geld ist noch dazu nicht gerade sehr gut für eSports Rhein-Neckar. Da wird noch zusammengekratzt, was geht. 4 AKs und einen Krieg auf Mountain. Und anders als erwartet, können wir nochmal kurz reinschauen, dominiert hier Ad Hoc komplett die CT-Seite. Sie haben so lange gebraucht, um hier überhaupt mal ein Spiel zu finden. Haben nur die ersten Runden geholt, da kam ewig nichts. Konnten dann noch auf 8-7 ausgleichen. Und jetzt ja, zeigen sie eSports Rhein-Neckar erstmal, wie man eine CT-Seite wirklich spielt. Fast keine Fehler davon, Ad Hoc, bis jetzt. Tor geht auf. Saike mit dem ersten. Patrick geht jetzt down. Mali und Saike regeln das. Und jetzt haben wir Marco alleine und die Kamera spielt verrückt. Es ist egal. 16 zu 9. Ad Hoc holt sich die